Hallo ihr Lieben, ein neuer Tag, ein neuer Vlog. Ja, ihr seht schon, ich glaube, wir müssen erstmal hier drüber reden. Vielleicht folgt ihr mir auf Instagram, dann wisst ihr schon Bescheid. Falls nicht, ist das wahrscheinlich jetzt eine große Überraschung. Ich habe eine Radiusköpfchenfraktur. Und dann habe ich auch noch einen Bluterguss um mein Gelenk im Ellbogen drumherum. Und deswegen trage ich jetzt erstmal für die nächsten 10 Tage ungefähr einen Gips. Ich hoffe, dass es nur 10 Tage sind. Dann wird auf jeden Fall nochmal geröntgt und dann ja, schauen wir mal, ob der dann ab kann oder nicht. Ich hoffe natürlich, dass der dann runter kann. So, ich setze mich jetzt mal hin. Ich muss mich jetzt irgendwie versuchen, mit links zu schminken, denn heute steht viel Arbeit noch an. Dann erzähle ich euch nochmal genauer, was denn passiert ist. Mit der einen linken Hand. Ich habe mir natürlich auch schön hier den rechten Arm verletzt. Ne? Das heißt, ich muss jetzt alles mit links machen, was super, super nervig ist und echt nicht so einfach. Aber Leute, ich habe mir tatsächlich selbst die Haare gemacht mit dem Airwrap. Ist das nicht krass? Ich habe das hingekriegt, nur mit links. Ich habe das einfach nur so dran gehalten. Aber dafür ist es eigentlich nicht so schlecht geworden, finde ich. So, wie komme ich jetzt hier an meine Pinsel? Vielleicht zuerst einmal, ich hatte natürlich jetzt überlegt, ob ich den Vlog ausfallen lasse, aber ganz ehrlich, durch meine Verletzung hier am Arm muss ich sehr, sehr viele Dinge absagen und deswegen kommt ein Vlog online und ich habe dann überlegt, okay, was kann ich denn machen? Sorry, wenn ich jetzt immer so dumm runtergucke, aber ich muss immer alles mit hier unten machen. Also ich muss mir jetzt hier unten irgendwie das Make-up auf den Pinsel machen, weil ich den Arm nicht knicken kann, ist klar, ne? Und ich habe halt überlegt, was kann ich jetzt in diesem Vlog Interessantes euch zeigen oder machen, da ich ja in dem Sinne nicht viel unternehmen oder so kann. Und deswegen dachte ich mir, mache ich nochmal nach langer Zeit ein Favoritenvideo, aber im Vlog-Style. Also es wird jetzt nicht nur Favoriten in diesem Video geben. Ich werde euch ja natürlich auch einfach so jetzt zum Beispiel erzählen, was mit meinem Arm passiert ist und auch so alltägliche Dinge wie ganz normal. Aber ich werde euch im Video immer mal wieder ein paar Favoriten vorstellen. Erster Favorit ist auch direkt mal die CC Nude Glow Cream. Die habe ich in der Farbe Fair. Ist einfach meine allerliebste Sommerfoundation, aber auch im Winter habe ich die eigentlich rauf und runter getragen. Die macht so einen richtig schönen Glow und ebnet das Gesicht, wenn man das denn schön auftragen kann mit rechts. Also das wäre der erste Favorit. Ich werde euch heute einige Sachen nennen, natürlich nicht nur Make-up, sondern ganz viele Dinge und die werde ich euch auch alle in der Infobox verlinken. Also so viel erstmal zu dem Sinn von diesem Video. Aber jetzt kommen wir erstmal zu der Story, wie das hier mit meinem Arm passiert ist. Es ist mir fast sogar ein bisschen peinlich, obwohl viele mir auf Instagram geschrieben haben, hey, das braucht ihr überhaupt nicht peinlich sein, das passiert jedem mal. Ich bin vom Pferd gefallen. Ja, ihr wisst ja, dass ich jetzt schon seit einiger Zeit wieder reiten gehe. Das war jetzt meine 9. Reitstunde. Und wir durften jetzt zum ersten Mal länger als eine halbe Runde galoppieren. Was mich sehr gefreut hat. Ich finde, galoppieren ist grundsätzlich eigentlich nicht so schwer. Also mir macht das richtig Spaß. Und war froh, dass wir das endlich mal so ein bisschen mehr machen konnten. Und das war es jetzt erstmal für mich. Und zwar war das so, ich hatte dieses Mal ausprobiert, meine Steigbügel ein bisschen länger zu machen, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, die waren ein bisschen zu kurz, immer beim Trab bin ich zu weit aufgestanden. Und deswegen habe ich einfach für mich mal ausprobiert, die länger zu machen, damit ich auch das Bein ein bisschen länger machen kann. Also das verstehen jetzt nur alle unter euch, die auch reiten gehen. Ich will das jetzt nicht so ganz im Detail erklären. Auf jeden Fall hat das auch die ganze Reitstunde über funktioniert und am Ende durften wir dann halt galoppieren und da sollten wir dann halt angaloppieren und ich habe direkt schon beim Angaloppieren den einen Steigbügel verloren. Das heißt, ich war mit dem einen Fuß in dem Steigbügel und in dem anderen nicht und habe den dann auch beim Angaloppieren und im Galopp nicht wieder gekriegt. Ja, schlackert der dann so rum und du kannst halt nicht nach unten gucken und so, weil du dann das Gleichgewicht verlierst und halt vom Pferd fällst, wenn du halt auch nicht so ein erfahrener Reiter bist. Ja, ich bin dann 3 Runden galoppiert und habe eigentlich gemerkt, hey, das funktioniert eigentlich total gut, auch ohne den Steigbügel. Ich war eigentlich ganz happy. Ich hatte sogar das Gefühl, ich habe fast noch einen besseren Sitz, weil man dann natürlich auch schwerer im Sattel sitzt, weil man sich nicht irgendwo drauf aufstützt irgendwie. Also ich hoffe, das versteht man. Dann hat aber die Reitlehrerin das gesehen. Die hat das vorher gar nicht gesehen, dass ein Steigbügel bei mir halt gefehlt hat in dem Sinne. Und dann hat die halt gerufen, Kathi, such mal deinen Steigbügel wieder. Und ich dann so, ja, ich finde den jetzt gerade nicht, also alles während des Galopps, ne?
Und meinte die so, doch, du musst jetzt gerade nur ganz kurz mal den Fuß hoch machen, dann hast du den direkt. So, was habe ich, blöde Kuh, gemacht? Ich habe nicht den Fuß hoch gemacht, sondern ich habe das Bein so hochgezogen. Und für alle, die wissen, wenn man auf dem Pferd sitzt und gerade halt auch im Galopp, wenn du eine Seite hochhebst, dein Bein hochhebst, dann verlagert sich das Gewicht natürlich schön auf die andere Seite, in meinem Fall auf die rechte Seite. Und ich habe dann in dem Moment das Gleichgewicht verloren. In dem Moment ist das Pferd wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen, ja, holpriger galoppiert. Ich weiß es nicht, was da genau passiert ist. Und auf jeden Fall bin ich dann einfach so, boom, runtergerutscht und bin mit meinem kompletten Gewicht auf meinen Arm draufgefallen. Ja, und da lag ich dann und dachte aber erst so, ach, das ist eigentlich gar nicht so schlimm gewesen. Es war auch eigentlich kein schlimmer Sturz. Das Pferd war auf jeden Fall auch nicht schuld. Das war einfach nur dumm. Ich habe einfach nur das Gleichgewicht irgendwie auf dem Pferd verloren. Ja, und ich bin dann auch direkt wieder aufs Pferd drauf, habe aber eigentlich sofort gemerkt, so, der Arm tut ein bisschen weh. Bin aber dann trotzdem noch die Stunde zu Ende geritten, aber es tat immer mehr weh. Und ich muss sagen, Leute, ich habe am Ende echt die Tränen unterdrückt, weil ich dachte, fuck, das tut richtig weh. Das Ende vom Lied ist, ich bin dann einarmig nach Hause gefahren, was natürlich auch ziemlich gefährlich ist, was man nicht machen soll. Hab dann die Nacht versucht zu schlafen. Ich habe echt die halbe Nacht geheult, weil ich so Schmerzen hatte. Ja, am nächsten Morgen bin ich dann direkt zum Arzt. Der hat dann gesagt, ich muss zum Röntgen. Dann musste ich mit dem Taxi in eine andere Praxis fahren, die 40 Minuten entfernt ist. Dann bin ich mit dem Taxi dahin, weil mich konnte keiner fahren. Philipp war nicht da, ich bin alleine gewesen. Alles ein großes Drama. Ja, und Ende vom Lied ist, ich habe diese Radiusköpfchenfraktur. Gott sei Dank ist jetzt der Knochen in dem Sinne nicht gebrochen. Es ist jetzt auch nicht so schlimm. Wie gesagt, deswegen wahrscheinlich kommt nach 10 Tagen der Gips ab. Ich hoffe es. Aber es ist natürlich trotzdem super schmerzhaft, weil es halt das Gelenk ist und ich es einfach nicht mehr benutzen kann. So, dann kommen wir zu den nächsten 2 Favoriten. Das sind 2 verschiedene Blushes, die ich beide sehr, sehr gut finde. Sind auch beide sehr gehypt. Einmal ist es das hier, ist von Rare Beauty, Encourage heißt das, glaube ich. Das ist so ein Liquid Blush, da muss man nur ganz wenig von nutzen und das sieht echt super schön aus. Das habe ich jetzt die letzten Wochen jeden Tag getragen. Aber jetzt neu habe ich das hier und das finde ich auch richtig gut. Das ist von Pixi, das On The Glow Blush in der Farbe Fleur. Das ist richtig witzig, ich versuche es mal gerade aufzumachen. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Deo, aber das kann man sich jetzt einfach so hier hinschmieren. Gerade jetzt mit gebrochenem Arm ist das sehr praktisch. So sieht das jetzt aus. Oh, ich hätte vielleicht aber eine andere Farbe jetzt nehmen sollen mit meinem roten Kleid. Habe ich passend zu meinem Gips ausgewählt. Und dann nehme ich einfach hier so einen Pinsel und tupfe mir das so ein bisschen ein. Und so schnell hat man dann echt ein richtig schönes Ergebnis. Also ich mag das Rouge sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das Licht hier an meinem Schminktisch ist leider immer noch nicht besser. Da muss ich mich auch mal irgendwann drum kümmern. Wenn ich denn mal irgendwann kann, Leute. Leute, wisst ihr, was auch eine ganz andere Challenge ist? Sich mit links die Wimpern zu tuschen. Also ich kriege ja eigentlich alles ganz gut mit links hin, aber Wimpern tuschen ist schon schwierig. Schmier ich mir alles voll. Aber ich mache schon mein ganzes Leben alles mit links. Ja, du bist ja auch Linkshänder. Philipp hat natürlich großen Spaß daran. Er findet das alles sehr, sehr witzig. Gar nicht. Ja, ja. Ich bin hier der Leidtragende. Eigentlich ist er die ganze Zeit nur am Lachen. Du hast den gebrochenen Arm, aber ich bin hier am Schuften. Ja, von wegen. Ihr fragt euch vielleicht, okay, Kathi, warum machst du dich jetzt überhaupt so schick? Warum schminkst du dich überhaupt? Lass es doch einfach. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe heute einiges zu tun. Ich muss nämlich jetzt noch ein Bild für eine Kampagne shooten, die ich heute abgeben muss. Und ja, was soll ich machen, ne? Ungeschminkt kann ich darauf nicht sein. Ich glaube nicht, dass den Kunden das dann so gefällt. Klingt blöd, ist aber nun mal so. Ich habe im Moment auf jeden Fall viele neue Make-up-Favoriten. Das würde jetzt aber hier den Rahmen sprengen. Wenn ihr möchtet, kann ich euch nochmal so eine updated, tägliche Make-up-Routine zeigen. Aber ich wollte euch wenigstens noch ein Produkt zeigen. Und zwar ist das hier generell alle von denen. Ich habe mehrere Farben. Das sind von Tarte die Maracuja Juicy Lips. Das hier ist jetzt die Farbe Strawberry. Die ist halt so rötlich. Ich dachte, das passt ganz gut. Was ich gut finde an denen ist, dass man unten so drauf drücken kann. Dann kommen die halt oben raus. Und das ist so eine Mischung aus einer Pflege, einem Lipgloss und einem Lippenstift. Also die sind sehr angenehm. Die machen auf jeden Fall wirklich Juicy Lips, wie man sehen kann. Boah, das ist ja Wahnsinn. Kannst du mal aufhören, alles zu kommentieren? Hallo, Juicy Lips. Ja, dann komm her. Hey.
Ja, und so sieht das aus. Oh, das passt aber wirklich farblich sehr gut. Kann ich auch auf jeden Fall sehr empfehlen. Die habe ich in allen Farben und habe die auch in der Handtasche. Kann man immer so gut mitnehmen. Wie gesagt, einfach hinten so draufdrücken. Finde ich cool. So, kommen wir jetzt zu einem nächsten Favoriten von mir. Und zwar handelt es sich hierbei um eine App und die nennt sich Blinkist. Vielleicht habt ihr schon davon gehört. Die ist ja mittlerweile auch echt bekannt. Ich habe aber immer gedacht, so, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Aber Leute, gerade jetzt hier mit meinem gebrochenen Arm, wenn man das so sagen kann, ist das halt auch echt super. Denn bei Blinkist könnt ihr das Wichtigste aus über 5500 Sachbüchern verstehen. Das heißt, ich kann zum Beispiel jetzt gerade nicht so gut ein Buch lesen, weil ich es einfach mit einer Hand nicht umblättern kann und so. Und ich muss auch zugeben, ich bin nicht so die größte Sachbuchleserin. Also wenn ich lese, dann lese ich halt lieber Geschichten. Das ist halt einfach so. Blinkist ist auch freundlicherweise Sponsor dieses Vlogs und da freue ich mich sehr drüber, denn ich habe die wirklich für mich entdeckt, die App. Ich habe mir jetzt in den letzten Tagen immer beim Fertigmachen, beim Kochen oder so einen Blink angehört. Blink nennt man halt diese Sammlungen von Kernaussagen von einem Sachbuch halt eben. Und ich persönlich interessiere mich halt für solche Selbsthilfebücher, wenn man das so nennen kann, oder halt so Bücher zum Thema Produktivität. Wie kann ich meine Zeit besser einteilen? Wie kann ich mein Leben besser managen? Ihr wisst ja, ich bin selbstständig. Ich muss irgendwie selber immer Motivation finden. Und da gibt es halt echt richtig viele coole, interessante Bücher, die ich mir theoretisch schon immer mal durchlesen wollte, wo ich aber wusste, wenn ich mir das Buch jetzt komplett kaufe, ich lese es ja doch nicht, ne? Natürlich ersetzt Blinkist nicht das Lesen, das ist klar. Also ihr bekommt letztendlich halt, wie gesagt, eine Sammlung von den Kernaussagen. Aber ich muss sagen, mir persönlich reicht das ganz einfach. Und es gibt wirklich super, super viele Kategorien. Ich werde euch auch mal hier so ein Screen Recording einblenden von Blinkist. Also egal, was euch interessiert, hier ist alles dabei. Psychologie, Management, Philosophie, Produktivität, persönliche Entwicklung, Gesundheit und Ernährung. Da habe ich mir auch einiges zu angehört schon. Liebe und Sex, Gesellschaft und Kultur, Eltern. Also auch viel so zum Thema Schwangerschaft und so, Natur und Umwelt und so weiter und so fort. Also da gibt es wirklich gefühlt alles, also über 5500 Bücher. Welcher Blink mir jetzt zum Beispiel besonders gut gefallen hat, war der zu dem 5-Uhr-Club. Vielleicht kennt ihr das Buch, das ist ja auch ziemlich bekannt, von Robin Sharma. Da geht es letztendlich darum, dass so ein Milliardär, ist das glaube ich, gesagt hat, dass er jeden Tag um 5 Uhr morgens aufsteht und er hat dann so seine Routine erzählt, was er genau in dieser besonderen Stunde von 5 bis 6 Uhr morgens macht und er ist der Meinung, dass genau das dazu geführt hat, dass er so erfolgreich ist. Und das finde ich halt schon irgendwie sehr interessant und ich muss auch sagen, als ich mir das angehört habe, war ich ziemlich inspiriert, das mal auszuprobieren, also diese Routine, von der er da spricht und vielleicht das sogar mal in einem Vlog zu begleiten, irgendwie mal eine Woche nach dem 5 Uhr Club leben, falls ihr daran Interesse hättet. Also ich würd diese Challenge gerne mal versuchen, wie das so ist. Ihr könnt euch natürlich den Blink einfach mal auch anhören. Den fand ich besonders cool. Ihr merkt schon, ich bin echt begeistert. Also ich finde halt, dass es eine coole Möglichkeit ist, sich ein bisschen Wissen anzueignen, während man einfach vielleicht gerade was anderes macht. Also ihr könnt diese Blinks euch entweder anhören oder ihr könnt ihr halt natürlich auch einfach lesen. Also es geht beides. Ich habe natürlich auch ein kleines Goodie für euch. Ihr könnt in der Infobox mal nach dem Blinkist-Link schauen. Das ist nämlich mein Promo-Link. Und damit bekommt ihr 25% Rabatt auf Blinkist Premium. Zuerst macht ihr aber einfach mal eine 7-Tage-Probeversion, dann könnt ihr natürlich auch kündigen, falls ihr merkt, dass euch das nicht zusagt. Ich persönlich finde es aber sehr cool. Und es gibt jetzt auch ganz neu Blinkist Connect. Das bedeutet, ihr bekommt 2 Blinkist Premium-Zugänge zum Preis von einem. Das heißt, ihr könnt dann einen Freund, eine Freundin, die Mama, den Papa, wen auch immer, einladen und dann könnt ihr euch das Abo letztendlich teilen, was sehr cool ist. Und ja, also das ist echt ein Favorit von mir, finde ich super. Wie gesagt, schaut in der Infobox vorbei und weiter geht's. Boah Leute, ich glaube, irgendwie habe ich im Moment Pollenallergie oder irgendwie sowas in der Art. Wir waren nämlich vorhin jetzt gerade kurz draußen, um eine Kampagne zu shooten, also draußen am Feld und so. Und sofort, als ich da draußen war, liefen mir die Tränen runter, die Nase läuft und ich kam gar nicht mehr klar, überhaupt nicht. Und als wir zu Hause wieder waren, dann war es wieder okay. Also richtig krass. Und jetzt bin ich so müde. Richtig müde. Ich habe jetzt gerade echt lange auf der Couch gelegen und könnte gerade einschlafen. Richtig krass. Ja, aber ich wollte euch ja noch ein paar Favoriten zeigen. Deswegen machen wir das doch jetzt mal direkt weiter. Ich sehe nur gerade, dass meine Kamera ein bisschen dreckig ist. Ich muss euch jetzt erstmal sauber machen.
In einem meiner letzten Videos, ich glaube, das war in meinem Ask Kati, hatte ich euch ja erzählt, dass ich derzeit darauf achte, wesentlich mehr Proteine zu mir zu nehmen. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich einfach in meiner Ernährung zu wenig Proteine habe. Und dafür nutze ich natürlich auch Proteinpulver. Und das hier kann ich euch empfehlen. Schwierig hochzuhalten mit einer Hand. Das habe ich jetzt komplett aufgegessen. Das ist das Designer Whey Protein mit Stevia in der Geschmacksrichtung Stracciatella von ESN. Das hier habe ich mir jeden Morgen in mein Skyr gemacht. Also ich habe das mit Skyr gemischt und da rein dann halt Erdbeeren oder so. Das ist so im Moment mein Lieblingsfrühstück. Finde ich total lecker. Also das hier schmeckt halt auch nicht so künstlich, finde ich. Also das fand ich richtig gut. Das ist jetzt komplett leer leider. Ich weiß nicht, werde ich es nachkaufen? Werde ich es nochmal kaufen? Aber irgendwie will man dann immer eine neue Geschmacksrichtung ausprobieren. Kennt ihr das? Ja. Also das hier fand ich richtig gut. Das kann ich euch sehr empfehlen. Übrigens, irgendwie ist mir kalt in meinem Kleid. Ich werde mich gleich auf jeden Fall auch noch umziehen. Ich hatte jetzt hier nur noch diesen Cardigan darüber angezogen. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber das ist der einzige, der hier wegen den weiten Ärmeln gut auch über meinen Gips passt. Was ich euch aber auch empfehlen wollte, da hattet ihr auch schon häufiger mal nachgefragt, sind unsere neuen Töpfe und Pfannen. Zeige ich euch mal. So sieht zum Beispiel die Pfanne aus. Oh, hoppla. Natürlich auch mit passendem Deckel. Ich hatte mir nämlich, wann war das? Ich glaube, zum Geburtstag? Nee, zu Weihnachten? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich mir von meinen Eltern neue Töpfe und Pfannen gewünscht und die haben mir die geschenkt. Die sind von Amazon. Und die sind halt schwarz. Ich habe mir halt schwarze Töpfe und Pfannen gewünscht, weil wir ja auch ganz viele generell schwarze Akzente hier im Haus haben. Und die haben hier auch noch so einen, ja, keinen echten Holzgriff. Also das ist kein Holz, das ist, denke mal, Plastik. Sieht aber aus wie Holz. Und hier auch. Und wir sind wirklich sehr zufrieden mit denen. Die sind von Bramstein. Ich verlinke euch, wie gesagt, alle Sachen in der Infobox, soweit ich sie denn finden kann. Und ja, die finde ich richtig gut. Kann man das auch Favorit nennen? Eigentlich schon. Ich backe jetzt gesunde Frühstücksmuffins. Die esse ich sehr, sehr gerne. Kann ich sehr empfehlen. Da ist auch gar nicht viel drin. Da braucht man einfach nur schöne, reife Bananen. Ihr seht, ich habe jetzt die zwei nämlich übrig. Damit kann man auf jeden Fall dann so Muffins sehr gut süßen. Dann einfach Haferflocken, dann noch irgendein Obst, was ihr da habt. Ich habe jetzt hier noch ein paar Erdbeeren. Dann braucht ihr Eier, Backpulver und je nachdem, wenn ihr möchtet, auch noch Vanilleextrakt oder so. Oder man könnte auch noch Proteinpulver reinmachen, wie man möchte. So, normalerweise würde ich das jetzt nicht im Thermomix machen, weil ich das eigentlich nur so zusammenrühre. Aber ich habe gerade nur eine Hand, deswegen wird das ein bisschen schwierig. Also eigentlich kann man die Bananen jetzt einfach so vermatschen und dann die Haferflocken reinrühren. Aber das geht ja jetzt gerade ein bisschen schwer nur. Normalerweise mache ich das Doppelte von dem Rezept mit 300 Gramm Bananen. Aber egal, heute halt nur die Hälfte. Normalerweise mache ich 75 Gramm Haferflocken da rein. Heute mache ich dann halt so, weiß ich nicht, 40 Gramm. Irgendwie so um den Dreh. Das muss auch nicht so perfekt sein, ganz ehrlich. So wie man es halt mag. So, ein Ei. Kriege ich das jetzt mit einer Hand da rein? Oh oh. Oh oh. Ging doch. So, dann ungefähr ein halber Teelöffel Backpulver oder ein Teelöffel. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich schmeiß da jetzt einfach noch ein paar Erdbeeren rein. So, schauen wir mal, wie das geworden ist. Oh ja. Ich denke, das ist ganz gut. So, der Teig kommt jetzt hier in das Muffinblech, aber ich denke mal, das werden jetzt nur, weiß ich nicht, 6 Muffins oder so, weil es jetzt echt nicht so viel ist, weil ich nur 2 Bananen hatte. Ja, und dafür nutze ich dieses 2 Kalorien Ölspray derzeit. Das hatte ich mir mal gekauft. Und wenn ich die dann zum Frühstück esse oder halt auch mal so zwischendrin, dann esse ich die voll gerne auch so mit Skyr zum Beispiel. Ich werde jetzt noch ein paar Nüsse oben drauf tun. Das hier ist so eine Nussmischung. Hier sind ganz viele verschiedene Sachen, auch so ein bisschen Früchte. Das gebe ich jetzt einfach noch dabei. Dann hat man noch ein paar Proteine dabei und natürlich auch gesunde Fette. Ich drücke das jetzt aber noch ein bisschen runter, damit die Sachen da drauf jetzt nicht irgendwie verbrennen oder so. Deswegen kommt das da ein bisschen tiefer rein. Und zwar tue ich den Ofen bei ca. 200 Grad für ungefähr 15 bis 20 Minuten.
Ja, und die sind echt super lecker und gesund und kann man sich einfach auch super vorbereiten übrigens. Die kann man auch im Kühlschrank lagern und dann die nächsten Tage immer zum Frühstück essen oder als Snack. Kann ich sehr empfehlen. So, dann fragt ihr mich ja auch immer nach Deko-Favoriten. Sorry, ich will jetzt hier gerade nicht ganz so nah dran gehen, weil hier muss dringend Staub gewischt werden und so. Ja, aber zum Beispiel diese Vase. Ich zeige euch gleich auch noch eine andere. Also zwei Vasen, die ich ultra liebe. Das ist einmal diese hier. Verlinke ich euch auch sehr gerne. Und ich finde, das ist eine Vase, da muss man gar nichts reinstellen. Es ist fast eher ein Kunstobjekt. Also die liebe ich total. Finde ich super schön. Dann auch ein Favorit von mir ist eine Strelitzie. Oh, und einen Müllbeutel daneben. Den wollen wir jetzt mal nicht sehen. Die Strelitzie, die wir hier gekauft haben, die nennt sich auch eine falsche Banane, weil die nämlich so aussieht wie eine Bananenstaude. Ja, finde ich auch super cool. Also das ist eine Pflanze, wo ich direkt dachte, ach ja, die gefällt mir gut. Die kaufe ich. Also kann ich sehr empfehlen. Ich müsste mal im Gartencenter nach einer Strelitzie Ausschau halten. Die sind sehr schön. Und bisher habe ich die noch nicht mal umgetopft oder so. Trotzdem sieht die sehr gut aus. Kommen wir zu der anderen Vase, die ich sehr gerne mag. Das ist diese hier. Das ist eine bisschen schlichtere Vase. Aber trotzdem ist die halt auch nicht so perfekt, sondern die sieht halt aus wie handgetöpfert. Vielleicht ist sie das sogar auch. Die sind beide übrigens von West Wing. Aber ja, verlinke ich euch sehr gerne in der Infobox. Ich hoffe natürlich, dass es die auch noch gibt. Aber ich denke, die auf jeden Fall. Das ist so ein All-Time-Favorite von vielen Leuten, glaube ich. Ich glaube, sehr viele haben diese Vase zu Hause. Aber die ist auch wirklich einfach schön. Ich mag die sehr gerne. Hallöchen, einen wunderschönen guten Tag. Wir haben auf jeden Fall nicht mehr morgen. Wir haben nämlich jetzt 10 vor 3 schon. Es ist der nächste Tag. Und wir haben heute ausgeschlafen und dann waren wir Besorgungen machen bei der Post und einkaufen. Der Jenny und Dominik kommen heute zum Grillen vorbei. Da freue ich mich drauf. Ja, ich muss jetzt gleich mal Philipp zeigen, wie er den Nudelsalat vorbereiten soll, weil schneiden kann ich ja leider nicht. Und ich wollte jetzt mich gleich mal hier an den Vlog mal eben begeben und den schneiden. Ich hoffe, dass ich das hinkriege mit dem Arm. Ich habe es aber schon kurz ausprobiert. Ich lege den einfach so auf den Tisch und kann dann immerhin die Maus bedienen. Also es wird schon irgendwie. Aber ich wollte euch mal ganz kurz ein Update geben zu meinen Blümchen. Ich habe ja im letzten Vlog hier die Terrasse ein bisschen verschönert. Und ja, da zeige ich euch mal, wie die jetzt aussehen. Da habe ich nämlich gerade auch echt Spaß dran, die jeden Tag zu pflegen. Also sozusagen auch ein Favorit von mir. So, das hier ist die weiße Hortensie. Die sieht so gut aus. Hier ist sie ein bisschen braun. Kann sein, dass die hier an der Seite zu viel Sonne abkriegt. Aber ansonsten sieht es ganz gut aus. Sorry Leute, der Nachbar ist Holz am Schneiden. Okay, ich habe jetzt versucht zu warten, bis die Hintergrundgeräusche weg sind. Aber der hört nicht auf zu schneiden. Deswegen, ja. Meine rosane Hortensie sieht genauso aus wie vorher letztendlich, aber sieht gesund aus, das ist das Wichtigste. Meine Blumenkästen sind auch eigentlich sehr schön. Also bisher geht es denen echt gut. Das Einzige, was nicht so wirklich wächst, ist das hier. Die sind irgendwie ein bisschen mickrig. Alles andere hat sehr viel Spaß. Was auf jeden Fall richtig gut gewachsen ist, ist hier die Katzenminze. Auch diese Blume scheint sich sehr wohl zu fühlen. Das hier ist so ein bisschen neu hinzugekommen. Sieht auch gut aus. Ja, und das macht wirklich Spaß. So, Philipp ist nackig dabei zu schnibbeln für den Nudelsalat. Eigentlich wollte ich euch aber nur zeigen, dass wir jetzt hier bei unserem Kamin, in diesem Kaminfach, ein bisschen Holz drin haben. Das habe ich bei meinen Eltern geschnorrt. Und ich finde, das sieht jetzt richtig cool aus. Macht irgendwie so einen rustikalen Look. Wollte ich euch nur zeigen. Das ist so ein ganz kleines Mini-Haus-Update. So, in den Nudelsalat kommt vegetarische Fleischwurst, dann kommen da Eier rein, Paprika, Zwiebel, Gewürzgurken, Tomätchen, Mais. Das Nudeln. Wird sehr lecker. Ja, natürlich Nudeln. So, als nächstes Favorit. Ich dachte mir, gehen wir doch mal hier zu den Büchern. Ich habe jetzt als letztes Crave gelesen. Ihr habt ja vielleicht den Vlog auch gesehen, wo ich bei meinem Bruder in der Buchhandlung war. Der hat mir dann das Buch geschenkt, lieberweise. Ich fand den Band okay. Also ich fand es ganz gut. Das war so eine Mischung aus Harry Potter und Twilight, um ehrlich zu sein. Also das heißt ja nicht, dass es schlecht ist, aber es war halt nicht so originell. Jetzt lese ich gerade den zweiten Band, den finde ich bisher sogar schon besser. Und da haben auch viele von euch mir geschrieben bei Instagram, dass ihr ab dem zweiten Band es besser findet. Ich weiß nicht, ob ich es schon als Favorit nennen kann. Ich fand, wie gesagt, das erste Buch okay. Ich hatte euch ja schon ein paar meiner Lieblingsbücher in dem Vlog vorgestellt. Das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Hier seht ihr aber auch noch einige Bücher, die ich gut fand.
die ich natürlich auch schon alle gelesen habe, wie man an den Buchrücken sieht, weil die alle zerknautscht sind. Geht ihr eigentlich pfleglich mit Büchern um? Ich überhaupt nicht. Guckt euch mal das da an. Das habe ich, glaube ich, mal im Pool oder so gelesen. Ja, naja. So, willkommen im Badezimmer, aber diesmal andersrum, weil ich jetzt gerade die Kamera nicht in ein höheres Stativ reinschnallen kann mit einer Hand, aber so geht's ja auch. Ich wollte euch so ein paar Pflegeprodukte zeigen, die im Moment meine Favoriten sind, beziehungsweise die auch schon sehr lange meine Favoriten sind. Ich denke mal, für meine Gesichtspflege, das brauche ich eigentlich kaum erzählen, aber natürlich meine Girl Happens Produkte im Moment nutze ich sehr häufig. Das Hello Hydrate Hyaluron Serum, da nehme ich immer abends so richtig, richtig viel von, dass mein Gesicht richtig schön mit Feuchtigkeit durchflutet wird. Lasse ich kurz einziehen und dann nehme ich auch immer morgens und abends meine Tagescreme hier. Meine Tagescreme mit Ectoin von Girl Happens. Die beiden Produkte zusammen nehme ich abends und morgens nehme ich nur die. Und ich habe das Gefühl, das ist einfach die perfekte Pflege für mein Gesicht. Also ich bin derzeit auch wieder sehr, sehr happy mit meiner Haut. Ich hatte jetzt kurz, es ist jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, ich hatte eine Kooperationsanfrage von einer Firma, die macht Skincare-Produkte, die aber gleichzeitig halt auch mit Make-up da drin sind. Ne? Also ich werde niemals für andere Skincare-Produkte Werbung machen, weil ich natürlich nur meine eigene benutze. Aber die, das ist halt so eine Mischung aus Make-up und Skincare. Deswegen dachte ich, okay, das kann man ja mal ausprobieren. Finde ich grundsätzlich ja ganz spannend. Ja, habe ich dann getestet und habe so krass Pickel bekommen, direkt. Also man weiß ja nie so genau, woher Pickel kommen. Es kann natürlich auch hormonell bedingt sein, Zyklus, bla bla, oder ernährungstechnisch und so. Aber das war so auffällig und dann habe ich die abgesetzt und ich musste jetzt wirklich lange warten. Ich habe hier immer noch Narben. Ich habe so viele Pickel hier am Kinn bekommen, an der Stirn und so. Krass. Also ja, die Kooperation habe ich natürlich abgesagt. Andere finden die Produkte sehr gut. Bei mir, ich habe es halt einfach mal wieder nicht vertragen. Ich bin so froh, einfach meine eigene Gesichtspflegefirma zu haben, was einfach so perfekt für meine Haut funktioniert. Aber egal, ich wollte jetzt gar nicht großartig Werbung dafür machen. Ihr wisst ja, dass ich nur meine Produkte verwende und das ist wirklich der Fall. Ansonsten für meine Haare liebe ich, muss ich echt sagen, die Nuscha-Produkte. Ist ja auch so ein bisschen so eine Instagram-Firma gefühlt. Aber seit ich das erste Mal mit denen kooperiert habe, habe ich mich direkt in die Produkte verliebt und mittlerweile kaufe ich die sogar nach, also ohne Kooperation oder so. Und meine liebsten zwei Produkte von Nuscha sind einmal der Soft Cotton Conditioner. Also falls ihr mal die Haarpflegeprodukte ausprobieren wollt, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der ist halt zum Auswaschen. Und dann nehme ich wirklich jedes Mal, da habe ich schon so viele Tuben von aufgebraucht, das sieht doch gerade sehr eklig aus, ist der Leave-In Conditioner von Nuscha. Den nutze ich auch jedes Mal, wenn ich meine Haare wasche. Und ich habe das Gefühl, dass ich immer mit den Nuscha-Produkten ja am besten zurechtkomme. Meine Haare sind dann schön weich und glänzend und gepflegt. Und im Moment bin ich generell so mega happy mit meinen Haaren. Ich trage ja jetzt schon seit, ich glaube, Februar oder Ende Januar dieses Jahr keine Extensions mehr. Das sind also alles meine echten Haare. Und ich glaube, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so lange und relativ gesunde, blondierte Haare hatte. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Das mit den Kameraeinstellungen mit einer Hand ist echt blöd. Also im Moment bin ich total der Fan von Sommerkleidern. Und jetzt kann man sie auch endlich anziehen. Rein theoretisch, nur jetzt sieht gerade alles blöd aus. Deswegen, ich würde euch gerne die Sachen getragen zeigen, aber das geht jetzt gerade nicht. Aber eins meiner liebsten Kleider derzeit ist das hier. Das habe ich auch relativ neu. Das ist von H&M. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal in einem Vlog gezeigt habe. Ich glaube, das gibt es auch noch. Also wenn ich es finde, dann kann ich euch das sehr gerne in der Infobox einmal verlinken. Ich finde, das ist so ein perfektes Kleid, was man auch im Alltag tragen kann. Aber auch, wenn man zum Beispiel irgendwie auf eine Hochzeit oder so eingeladen ist. Ich finde, das ist ein gutes Kleid für verschiedene Anlässe. Und was Schmuck angeht, ich kann es euch jetzt gerade nicht nochmal genauer zeigen, aber das sind so die Ohrringe, die ich eigentlich am häufigsten trage. Die waren mal von Pure Lay, die habe ich aber leider online nicht mehr gefunden. Das sind aber einfach so dickere, aber kleinere Kreolen. Die mag ich sehr, sehr gerne. Sind so meine Lieblingsohrringe für jeden Tag.
So, Thema Parfum brauche ich, glaube ich, auch nicht sagen. Natürlich sind meine drei Lieblingsparfums meine eigenen, die es ja im DM und Rossmann derzeit zu kaufen gibt in Deutschland. Ansonsten, damit ich jetzt nicht nur Eigenwerbung mache, ist das mein Lieblingsparfum. Das hat mir Philipp zu Weihnachten, glaube ich, geschenkt. Das ist von Versace. Das nennt sich Dylan Turquoise. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Es ist ein sehr frischer Duft, liebe ich. Ja, das ist gerade so mein Lieblingsduft. Ja, und das wären alle Favoriten, die ich euch in diesem Video vorstellen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch vielleicht inspiriert. Wie gesagt, ich verlinke alles in der Infobox. Und dann sehen wir uns mit einem neuen Vlog dann am nächsten Sonntag hoffentlich wieder, wenn ich es jetzt geschnitten bekomme. Aber ich denke mal, das kriege ich irgendwie hin. Dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und bis dann. Ciao!